Willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Land 3 Tatankas Return und ich muss mich für eine Sache im letzten Part entschuldigen, da musste ich die Antwort leider rauscutten, weil es einen üblen asynchronen Stotterer gab und den konnte ich leider anders schlecht beheben. Das tut mir leid, dürfte aber jetzt nicht mehr vorkommen. Dürfte zumindest. Ich muss ja meine Aufnahmefehlerquote beibehalten, so alle 10 Aufnahmen muss einmal was schief gehen. Das geht einfach nicht anders, ne? Okay. Ich stelle mich gerade an wie der letzte Horst, aber ich hoffe mal, dass das nicht den Level lang anhält. Okay, jetzt habe ich es ausgeglichen mit der Aktion. Mit der Aktion habe ich es echt wieder gut gemacht. Aha. Weil ich einfach der Geilste bin. Kann man die Shy Guys denn hier schön aufheben? Nee, kann man nicht. Gar nicht originalgetreu, voll scheiße umgesetzt, Dislike. So. Hey! Wann hatte ich das letzte Mal so richtig 2 Power-Ups? Ich bin einfach leise, okay? Oh, ich wollte mich eigentlich nur ducken. Aber das hier nehme ich doch mal gerne mit. Okay, krasses Rätsel. Werden wir das lösen können? Blau und schlau gelöst, easy. Hätte ich einen P-Switch damit nicht auch mitnehmen können dann? Wäre das nicht nice gewesen? Ich gehe mal zurück. Je nachdem, wie weit man dafür zurück muss. Hier war das. Kacke. Nein. So, hier rein. Geht das noch? Ja, geht noch. Okay. Dann bin ich jetzt einfach mal cool. Ich bin jetzt ein cooler Junge. So, zack. Mach das so. Und so. Bringt leider scheinbar nichts. Ah ja, natürlich! Oh, das ist der geile Super Mario World Park. Dass du einen silbernen P-Switch in eine Röhre mitnimmst und der wird zum blauen. Das ist ein cooler Super Mario World Park. Es ist halt darin begründet, dass der blaue und der silberne P-Switch die gleiche ID haben. Und eigentlich, je nachdem in welche X-Koordinate du den Block setzt, wo der Switch drin ist, dementsprechend ist das ein blauer oder silberner. Wenn du den im Level platzierst. Und ja, wenn du aus einer Röhre rausgehst, hat der automatisch ID 0, weil das halt nicht so, ja, komplex berechnet wird. Das ist einfach dann wird nur der normale P-Switch-ID mitgeladen. Und dann nimmt der zwar die ganze Textur und sowas mit, aber die ID verändert sich dadurch auf die Standard-ID und die Standard-ID ist blau. Das ist dann der Münz-P-Switch. Daran begründet sich das. So, eine Runde Super Mario World Hacking-Exkurs mit Benny. Geil. Hat euch alle brennend interessiert bestimmt. Ne, vielleicht gibt es ja Leute, die haben unter euch auch schon mal ein bisschen mit sowas gearbeitet. Die können mir dann zustimmen. Die werden aber dann wahrscheinlich nur mit dem Kopf nicken. Weil es für die nichts Neues mehr ist, wenn die sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben. Ich spiele gerade den letzten Scheiß zusammen. Sorry. Alter Junge. Also so weit, dass ich mich zweimal am gleichen Gegner treffen lassen muss, ist es eigentlich auch noch nicht gekommen. La 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 la, ich komme da nicht mit dem Spinjump hoch, das ist fies. Ansonsten kommt mir das Scrolling-Muster hier aber bekannt vor. Und wenn ich jetzt den Donut fallen lasse, habe ich ein bisschen ein Problem. Einfach auf der Stelle springen. Einfach springen, springen, springen. Wow. Ich habe Angst, da oben könnte überall ein Gegner sein. Wobei, es geht da gar nicht lang. Ah, fies. Die blauen Koopas sind schneller. Fies. Fies, auch genannt gemein. Okay, ein bisschen Angst habe ich jetzt zu sterben, einfach weil ich kein Power-Up habe. Da ist keine Gefahr drin. Da kann ich einfach reingehen. Okay, passt. Na, na. Hätten wir den Level wenigstens überlebt. Nicht gut, aber wir haben ihn überlebt. Wir haben nur alle Power-Ups verloren. Das ist etwas fies, war. Aber kann man mal machen. So. Der Levelpunkt ist nur halb ausgefüllt. Schlecht. Penguin's Peak. Die Musik. Auch Super Mario RPG? Nein, 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 nein.
Irgendein Yoshi-Spiel. Irgendein Yoshi-Spiel. Das weiß ich. Yoshi's Story? Das ist irgendein Mountain-Theme. Was ja auch passend ist. What the fuck? Was habt ihr denn für eine Power? Ist ja abnormal. Nein! Ich dachte, man bliebe an der Mauer hängen. Alter! Die haben ja einen Rückstoß 2000. Alter. Das ist ein krasser Typ. Das sind krasse Typen. Kommt man da oben überhaupt... Wenn ich zu behindert bin, da hochzuspringen, sollte ich es einfach mal eine Runde lassen, ne? Ich glaube, das... Ja, okay, die haben auf jeden Fall Power. Da sollte ich die einfach nicht berühren. Einfach missachten. Einfach missachten, eine Runde. Wo ist mir das denn gerade eben so heftig aufgefallen? Hier, ne? Da unten war das. Ja, jetzt kommt ein neuer Bereich. Hoffentlich wird es nicht noch fieser hier. Ah. Gameplay auf hoher Geschwindigkeit. Das sind eindeutig zu viele Gegner für den Bildschirm. Aber okay, auf halber Geschwindigkeit spielen ist auch cool. Alter. So viele Slowdowns muss man auch erstmal in einem Level verursachen. Junge! Da kannst du ja fast nicht mitspielen! Okay, ich kann sowieso nicht spielen. Da oben war der Checkpoint! Yeah! Aber wenn ich sowieso nicht spielen kann, dann tun die Slowdowns auch nichts zur Sache, gell? Wo war denn der Pilz hier drin? Natürlich im letzten Block, den ich nochmal überprüfe, obwohl ich schon 500 Mal den Pilz eingesammelt habe. Klug. Klug, wie man es von mir gewohnt ist. Yeah. Wow. Da war ich mir gerade ein bisschen unsicher. Wirf mal ganz hoch, danke. Ja, einfach danke. Man muss sich auch mal bedanken, ne? Macht man ja, wenn man höflich ist. Und jetzt haben wir wieder die Ultra-Slowdown-Passage. Wow. Und so eine Slowdown-Passage, die kann auch mal ein bisschen gemein sein. Tatsächlich, ja, kann sie. Das war behindert. Also von mir jetzt. Das war knapp. Timing. Timing. So, diesmal bin ich hier gestorben, was auch vollkommen unnötig und unbegründet war. Feder? Nee, diesmal nicht. Du hast dich voll verändert, du Spiel, ey. Kriegt man das denn hin, die... Jetzt kann ich es nicht mehr testen, danke. Du Pisser! Ah, du Pisser! Lass mich! Pinkelmensch! Da, Gott! Oh Gott! Okay, wie habe ich da? Ja, da habe ich irgendwas gemacht, was gut war. Irgendwas, was gut war? Ah! Wieso rechne ich mit so einer Scheiße denn nicht, wenn ich sehe, dass die steht? Ich denke nicht nach. Hä? Ah, da kann man das Ziel wahrscheinlich von beiden Seiten irgendwie betreten. Level of Rap. Okay. Der Level war ein bisschen fieser. Wie meine Visa. Okay, das war einfach nur schlecht. So. Cloud Top Chaos. Bitte kein Scrolling Level. Okay, die Musik gibt ein Scrolling Level vorgefühlt. Oh, diese ganzen Athletic-Themes, ne? Diese ganzen Himmels-Themes aus den alten Super Nintendo-Teilen feiere ich ja immer, ne? Das sind so, glaube ich, meine Lieblings-SNES-Mario-Musiken. Die Athletic-Themes. Vor allem hier von sowas wie Yoshi's Island. Das ist einfach super. Höre ich, glaube ich, rauf und runter. Immer wenn ich Super Nintendo Musik höre, höre ich das hier, glaube ich, auch mit rauf und runter. Eignet sich halt nur so gut wie nie für Videos. Das ist ein bisschen schade. Ja, weil ja, das... Da kann man nicht durchspringen! Weil, ja, das ist halt nicht so geeignet für viele Videostellen, ne? Du. Aber irgendwann kann man das bestimmt mal in einem Minecraft-Let's Play bringen, was
nichts mit PvP zu tun hat, ne? Ach, stimmt. Geht ja nicht mehr. Ich werde das einfach so organisieren, dass dieser Part kommt, wenn ich in Hardcore schon tot bin. Dann passt das schon. Also, was heißt, ich bin in Hardcore tot? Ich bin in Hardcore ja nicht tot, das ist ja das Lächerliche. Marvin ist in Hardcore tot. Der Pisser. Lasst ihm alle mal ein Hashtag MarvinLernMinecraft in seinen Kommentaren da. Am besten unter einem Video, das rein gar nichts mit Minecraft zu tun hat. Final Fantasy zum Beispiel. Dürft ihr das gerne drunter lassen. Oder Xenoblade Chronicles. Dürft ihr das auch gerne drunter lassen. Einfach unter jedem Video, das ihr von ihm seht. Hashtag MarvinLernMinecraft. Er wird sich wundern, wenn er diesen Part noch nicht gesehen hat. Draußen rattert gerade, was weiß ich, für ein lautes Auto entlang. Soll ich dich in der Beschreibung verlinken? Sag mal. Oh, Scrolling. Ja, okay, dass da was Gemeines, Schnelles, Fieses, Bumsiges rauskommt. Okay. Ich weiß bisher noch nicht, was ich davon halten soll. Hat Potenzial dazu, richtig arschig fies zu werden. Ich glaube, da kann man nicht drauf. Junge. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein fiesen Level. Das ist ein fiesen Level. Das ist genauso fiesen wie meine... What the fuck? Wie meine Deutsch. Okay, da fällt man durch. Also durch die Seile kann man sehr offensichtlich nicht. Okay, die Schraube ist ein bisschen schneller als im Original. Weh, da kommt was raus, was auf mich fällt. Okay. Dann hätte es Hauer gegeben, ne? Oh Gott, sag mir nicht, ich brauche die Schraube. Ne, brauche ich nicht. Uah! Auch wenn ich ein bisschen behindert und früh gesprungen bin. Lala, lala, lala. Zack. Boah, übermenschliche Kombo. Das schafft sonst kein Mario-Spieler. Aber wie ich mich kenne, ist meine Feder sowieso in ein paar Sekunden wieder weg. Weil ich kenne mich. Mit einer Feder bin ich einfach zu überheblich. Wow. Jetzt ist die Frage, könnte man im Zweifelsfall durch diese Flammen durch oder zählt das wie ganze Blöcke? Ja, danke. Siehst du, ich bin meine Feder los. So schnell geht das. Genau, das war mein Plan. What the fuck, da ist noch eine. Haha, Feder. Easy. So, und jetzt? Ach du Kacke. Das ist ja mal so ein arschiger Bosskampf. Vor dem Boss habe ich jetzt gerade sehr viel Respekt. Sehr viel Respekt. Ich glaube, ich schaffe den Boss nicht. Ne. Oh Gott, was ist das denn für ein Bosskampf? Willst du mich verarschen? Ich hatte schon bei der Blume übelste Probleme. Ich meine, okay, man kann bestimmt auf diese Flammen spinjumpen. Das stelle ich mal nicht in Frage. Die Frage ist, werde ich das hinkriegen? Ich meine, jetzt habe ich das Bossmuster raus. Mit dem wurde ich ja gerade eben ein bisschen fies überrascht. Von daher, jetzt dürfte das gehen. Einfach ganz schnell rüber. Denn jetzt weiß ich ja ungefähr, was in dem Level hier auftaucht. Dann kann ich mich viel besser darauf vorbereiten. So, da kommt ein Spiny und die Kanone da oben trifft mich natürlich. Was sollte sie auch sonst in ihrem ganzen schönen Leben tun? So. Da vorbei. Dir beim Zufallen runtergucken. Dir beim Runterfallen zugucken eigentlich, aber... Deutsch braucht doch keiner. Wir leben in einer Gesellschaft, da braucht man kein Deutsch. Da reicht auch Minecraft-Befehle. Minecraft, Leute. Ich meine, ich will nichts sagen. Ich zähle mich ja zwangsläufig selber zu sowas. Aber ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich kann mich auch mit 90% der Let's Player nicht identifizieren, die Minecraft spielen. Ist eine traurige Entwicklung, wenn man so will. Scheiße. Ja, dann werde ich da gleich ein Safe State vorm Boss setzen. Ob ich ihn nutze, ist ungewiss, aber ich werde ihn setzen auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass ich da sonst sofort drauf gehen würde. Ich will mich einfach sicher fühlen, ja? Oh Gott, hatte ich ein Glück. Oh
Gott, hatte ich ein Glück. Zumindest ein Pilz. So, Safe State. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wie das geht hier. Ja. Wie du so tickst. Das zählt als Treffer? Großzügig. Okay, ich mach einfach gechillte Milte. Okay, nice. Das galt als Treffer. Habe ich am wunderschönen Sound gehört. Okay, jetzt komm. Oh, Mann. Nein! Ja, okay, ich gebe mir den Level ganz sicher nicht nochmal. Bedenkt, dass ich mir schwer mache. Ich könnte jetzt auch den Level nochmal spielen und mir dadurch irgendwie so eine Feder oder so holen. Also ich mache mir keinesfalls so sonderlich leicht. Ich spare nur Zeit. Leck mich! Nö, seh nicht ein. Okay, das zählt. Ich glaube, ich habe mein Muster für den Fatzke gefunden. So, so, so. Und dann warten und ihm geben. Okay, mit Muster ist der leicht. Mit Muster ist der leicht. So, und zack. Ach man. Oh, das war dumm. Wenn mich eines aufregt, das ist meine eigene Blödheit. Der hat sein Muster gerade leicht verändert. Hältst du 5 Treffer aus? Wäre fies, wenn ich jetzt noch sterben würde eigentlich. Wow, okay, das war blöd. Noch mehr Nervenkitzel. Das war beabsichtigt. Wie viel hältst du denn aus? Okay. Gut. Leicht, wenn man ihn checkt. Schwer, wenn man ihn nicht checkt. Aber ich habe ihn gecheckt. Ich habe ihn gelesen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich lasse mich noch überraschen, was in der nächsten Welt so auf uns zukommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass nicht dran, meinen Brüsten zum nächsten Mal. Und tschüss. Und wie oft habe ich mich jetzt eigentlich schon verabschiedet und das nicht ganz bis zum Ende durchgezogen? Ist mir jetzt eigentlich auch total egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.